Hallo, hier ist Jana, Jedi ist Palaske und ich bin hier heute mit Tom Kihon. Die Vampirschwestern 3, da spielst du eine Vampirkönigin und zwar eine sehr verführerische. Erzähl mal ein bisschen, wie du deine Rolle selber siehst. Ja, sie ist ja so ein bisschen ein weiblicher Darth Vader, weil du hattest mich da vorhin drauf gebracht, sie versucht ja Daka zu verführen auf die dunkle Seite. Und ja, deswegen ist sie so ein weiblicher Darth Vader. Unter anderem kämpft ja Tim Oliver Schulz gegen dich in dem Film. Das ist ja der Frauenschwarm aus Club der Roten Bänder. Und ich habe schon gehört, dass der morgens auch immer Yoga gemacht hat, also ähnlich wie du, vor den Dreharbeiten. Das war für dich ganz wichtig? Ich mache das immer zwischendurch. Also es gibt auch auf meinem Facebook und Instagram wirst du sehen Bilder, wo ich in kompletter Vampir-Montur da auf meiner Yogamatte so in einer Yogapose bin. Warte, ich mache eine schnell. So. Oh Gott. So, und jetzt mache ich das? Nein. Dafür bin ich bekannt, dass ich also meine Yogamatte wirklich immer dabei habe. Also die ist immer im Wohnwagen oder also am Set. Bin bekannt dafür, wie gesagt, auch im Flugzeug, auf der Rolltreppe. Immer zwischendurch. Jeden Moment nutzen, ein bisschen stretchen.